In unserem dritten und letzten Beitrag geht es um den brandneuen Lexus NX 300 Hybrid. Und es ist ein bisschen ein anderes Auto, wie was man sich sonst vielleicht so vorstellen würde als Geländewagen. Und ich habe mir gedacht, wir könnten auch diesen Beitrag einmal ein bisschen anders aufbauen. Ich erzähle ja sonst eh immer über die Autos. Machen wir doch ein kleines Frage- und Antwortspiel mit dem Willi Obergruber hier von Toyota Frei in Amstetten. Willi, wie kann man jetzt diesen Lexus NX 300 Hybrid einordnen? Ist das ein klassisches SUV? Ist das ein klassischer Geländewagen oder ist das ein Lifestyle-SUV? Also für jeden das, was du gerade angesprochen hast. Das heißt, einmal Lifestyle. Einmal Gelände, und zwar sehr gut, also bewegt sich super im Gelände, als auch der klassische SUV. Jeder, das er haben möchte, und erfüllt alle drei Kriterien eigentlich optimal. Zur Technik und zum Motor. Wir haben ja da eine völlig andere Motorenarchitektur wie in einem normalen, klassischen Geländewagen. Wie funktioniert das beim Lexus? Ja, das ist genau das, was man eben immer momentan schwierig vergleichen kann mit anderen Modellen, Marken. Hybrid heißt im Endeffekt elektrisch fahren, elektrisch wegfahren, und der Benziner hilft einfach mit. Der hat im Heck einen Elektromotor, also zwischen den Achsen, in der Front zwischen den Achsen einen Elektromotor und einen Benzinmotor. Das heißt drei Motoren, die beim Bremsen, beim Bergauffahren einfach rekuperieren und beim Gasgeben einfach mithelfen. Und die drei Systeme arbeiten optimal zusammen. Das heißt aber, es gibt keine klassische Kardanwellenverbindung zwischen Vorder- und Hinterachse, sondern das machen rein die Elektromotoren. Richtig. Das heißt, in dem Fall auch dieser Verschleißteil Kardanwelle, der natürlich auch viel gekostet, wenn er kaputt geht, als auch wenn man irgendwo aufsitzt oder sonst irgendwas am Gelände, das einfach nicht vorhanden ist, weil eben der Elektromotor einfach nur einen elektrischen Impuls braucht, so jetzt brauche ich dir jetzt Hilfe mit, das heißt ein dynamisches Allradsystem, und hat den Vorteil, dass bei dem Elektromotor von null weg 100% Leistung hat, der braucht keine Drehzahl. Das heißt, wenn ich irgendwo stecke, wenn ich irgendwo rutsche, greift dieser Elektromotor zu 100%, das heißt volle Kraft bei null Geschwindigkeit, und das hat dann einen Riesenvorteil im Gelände. Anders als in klassischen Verbrennerautos gibt es ja auch keinen Starter. Die Bremsen werden viel weniger beansprucht. Was ist der Vorteil für so ein Hybridauto jetzt, was Verschleiß und Wartung anbelangt? Naja, erstens einmal, die Wartung ist in dem Fall nur auf den Benzinmotor reduziert. Das heißt, das Hybridsystem ist wartungsfrei. Wir haben 10 Jahre Garantie auf dem Akku. Das heißt, da hat auch kein Argument, dass ich sage, jetzt kaufen wir kein Elektroauto, weil der Akku, wenn er hin ist, ist er massiv teuer. Das nächste ist die Bremsscheiben 40% weniger. Das heißt, in dem Fall natürlich 120.000, 160.000 Kilometer Bremsscheibenwechsel erst, statt 60, 80 wie die klassischen. Ja, Klimakompressor, Ventilsteuerung ist alles elektrisch, das heißt auch da weniger Verschleiß. Der Wirkungsgrad, sprich das, was ich tanke, erhöht sich durch das. Das heißt, Beispiel 10 Euro, wenn ich tanke, habe ich in dem Fall 6 Euro nutze. Bei klassischen Autos sind es nur 2 Euro, die was ich nutze. Das heißt, das tut dann schon weh, und man merkt auch, dass man weniger tankt, trotz 200 PS. Und man zahlt ja auch nicht für die 200 PS, sondern nur für 155, glaube ich. Das ist richtig. Also das heißt, der CO2-Wert reduziert sich massiv, trotz des 2,5 Liter Benzinmotors, also wirklich ein Kraftpaket in dem Bereich, der aber nur mithilft, wenn er braucht, und auch wieder ausschaltet, auch im oberen Geschwindigkeitsbereich. Und ja, das heißt auch Nova 6% statt 14%. Das heißt, auch da in der Anschaffung schon wesentlich günstiger, und die Versicherung zahle eben für die 155 PS und nicht für die 200. Lexus hat eine wunderbare Verarbeitungsqualität, wo man hinfasst. Leder, hochwertige Materialien, eine tolle Sache. Und es gibt immer ein paar kleine Gimmicks, das finde ich so Lexus-Style-mäßig toll. Welche Highlights sind denn im NX 300 verbaut? Naja, dieses Touchpad ist recht lustig, weil das ist haptisch, das heißt, das rastet richtig ein. Also das heißt, dieser digitale Bildschirm zeigt man an, und wenn ich einrast, spüre ich das, also bei den Fingern. Der 360-Grad-Monitor ist recht hilfreich, weil der hat eine Frontkamera im Gelände, wenn ich bergauf über Kuppen drüber fahre, sehe ich das. Auch im normalen Straßenverkehr natürlich bis 12 Stundenkilometer ist der aktiviert. Das heißt, ich sehe immer die Frontansicht. Wenn ich einpacke, ist ich rundherum ums Auto, ohne dass ich aussteigen muss oder sonst irgendwas. Das heißt, da wieder Schmerzvermeidung durch Parkschäden reduziert sich massiv über die Kameras. Diese Herrenarmbanduhr, die was da verbaut worden ist, nachgebaut und nachsimuliert ist. Und das ist so ein bisschen, also Lexus baut das ein in der Form wie ein bisschen wie Geschenke auspacken. Überall entdeckt man kleine Details und Gimmicks, und das macht Spaß für die Kunden. Das taugt einer. Jetzt haben wir so viel über die Ausstattung des NX 300 gesprochen. Wenn es jetzt aber ans Fahren geht, wie würdest du einem Kunden, der mit dem Auto noch nicht gefahren ist, wie würdest du das Fahrgefühl beschreiben? Es ist sehr ruhig, sehr angenehm, sehr entspannend.
Man kriegt einen eigenen Fokus durch den Hybrid-Akku, eben auch wirklich Energie zu sparen und Sprit zu sparen. Das heißt, das wird eigentlich dann jeder, der was ein bisschen ein sportlicher Vortyp ist, eher zum Cruiser oder zum Stromer, sagen wir im Fachjargon, einfach diesen Akku so schnell wie möglich voll zu kriegen, viel mit Strom zu fahren, im Kurzstreckenbereich, also auch über Land und Autobahn natürlich auch. Das macht es eigentlich aus. Das heißt, man wird automatisch zum Ökofuzzi irgendwie. Ohne Vorspaß natürlich da zu verlieren. Also das ist kein Kompromiss. Fahren ist das eine. Wartung und Service ist ja das andere. Und Frei bietet da eine tolle Mobilitätsgarantie an, die es so beim Mitbewerb eigentlich nicht gibt, oder? Ja, es ist also, wir haben Lexus als auch Toyota jetzt da integriert. Das heißt, nicht speziell die Marke, sondern der Standort Frei oder alle Frei Filialen geben diese Mobilitätsgarantie dem Kunden. Und zwar egal, wann er kommt, bei unser Service macht, garantieren wir, dass er praktisch mobil bleibt. Das heißt, wir versuchen, das Auto in die Werkstatt zu kriegen, so schnell als möglich einen Ersatzwagen aufzutreiben für den Kunden, dass er weiterfahren kann, dass er heimfahren kann und so weiter. Und das Ganze immer von Jahr zu Jahr. Das heißt, jedes Service, was ich mache, habe ich diese Mobilitätsgarantie auch außerhalb der Werksgarantie. Das heißt aber, wenn ich mit einem 10 Jahre alten Toyota oder Lexus komme, habe ich den Vorteil, dass ich immer mobil bleibe. Und das gibt es nur bei uns. Also das heißt, und kostet nichts extra. Das ist nur, sobald man Service bei uns macht, ist man mobil und bleibt mobil vor allem. Jemand, der auch auf ein extrem zuverlässiges Auto angewiesen ist, sind Taxi- und Mietwagenbetreiber. Und Toyota und Lexus bietet da ein einzigartiges Service an. Worum geht es da konkret? Ja, also wir haben gesagt, wenn wir ein Taxigeschäft, also wir sind ja schon sehr, sehr lange erfolgreich mit den Prius, das sind ja die Taxiflotten schlechthin, Wien, die Großstädte, Ballungszentren, kennt man es. Oder hat man schon mal gehört, dass wir selber als Kunde schon drin gesessen. Versuchen jetzt natürlich auch im ländlichen Bereich da sehr stark, also flächendeckend ganz Österreich zu forcieren und haben ein Ersatztaxi, das heißt Zeit ist Geld für Taxifahrer oder für Taxiunternehmen und dem verbieten wir ein Ersatztaxi an mit kompletter Ausstattung, also mit Taxometer und so weiter. Das heißt, er kann eins zu eins, wenn er das Auto bei uns im Betrieb im Service hat, und das ist ja relativ oft bei den Taxis, kann er weiterfahren. Das heißt, diese Zeit, wo das Fahrzeug steht, ist tote Zeit, in dem Fall bei uns nicht. Und der Vorteil ist wirklich, bleibt mobil, ist mobil, das hat mit der Mobilitätsgarantie, greift in das rein. Und alle Fahrzeuge praktisch können auch von uns umgebaut werden zum Spitzenpreis. Das heißt, ich kann wirklich auch vom Taxometer hin bis zur Beschilderung, bis zur Beklebung alles über eine Ansprechperson aborganisieren und dementsprechend relativ schnell Zeit sparen, vor allem und auch Geld. Apropos Geld, wir haben noch nicht über den Einstiegspreis gesprochen vom NX300. Wo startet der? Also im Schnitt kann man sagen, jetzt in einem halbwegs guten Ausstattungspaket schon, in der Grundausstattung sind wir bei 45.000. Und es ist natürlich noch oben keine Wünsche offen, aber Lexus als auch Toyota sind von der Grundausstattung schon wesentlich besser als manche andere. Und das macht uns aber recht. Also unsere Kunden sind aber sehr überrascht, wenn sie sagen, was, das hat er auch und das auch noch dazu und das alles um den Preis, sage ich, ja, das ist bei Lexus genauso, kein Kompromiss. Willi, vielen Dank für das Gespräch, tolles Auto. Ja, in diesem Sinne, das war's jetzt mit unserem M4 Motor für dieses Mal. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall eine Probefahrt mit dem neuen NX300 Hybrid, hier bei Toyota Frei, und natürlich unfallfreie Kilometer und viel Spaß beim Autofahren. Wiederschauen.